Hallo und herzlich willkommen zum Tourvideo über unseren Wochenendtrip nach Schweden im September 2022. Es ging wieder einmal mit den Motorrädern zum Speedway Grand Prix nach Melilla. Die Tour startet am Freitagabend in Schwerin. Leider wie schon so oft bei Regen. Das sollte hoffentlich nicht unser Wetter für Schweden sein. Vom Prival dann über die Trave zum Fährhafen Travemünde. Auf der Fähre werden zuerst die Motorräder verzurrt und die Kabinen gezogen. Danach gibt es das obligatorische Abendmahl mit Schlummertrunk. Pünktlich 7.30 Uhr morgens starten wir zur 350 Kilometer langen Tagesetappe. Zuerst geht's entlang der Ostsee Richtung Ystad, dann auf die Fernstraße 13 nach Höör. In Höör machen wir an altbewährter Stelle bei Hadis Kiosk erstmal ordentlich Frühstück. Nach der Rast geht's bei gutem Wetter auf die Fernstraße 23, die bis nach Melilla führt. Nach knapp der halben Tagesstrecke gibt's bei Osby einen Tankstopp und eine kurze Fahrerbesprechung. Weiter geht's auf der Fernstraße 23 auf Fexil zu. Bei Fexil gilt es, den richtigen Abzweig zu nehmen. Hier treffen sich 5 Fernstraßen. Wir verlassen den gemeinsamen Abschnitt der Fernstraßen 23 und 37 und nutzen dies auch gleich für eine letzte Zigarettenpause. Nach kurzer Fahrt erreichen wir dann Virserum und auch unsere Unterkunft im Hostel. Nach Kaffee und Check-in geht's wieder aufs Motorrad und ab ins 20 Kilometer entfernte Dacama Speedway Stadion in Melilla. Bei der Einfahrt zum Stadionparkplatz werden vorbeifahrende Motorräder wie selbstverständlich toleriert. Der Grand Prix beginnt. Wir stehen frühzeitig auf und starten zur Rückreise um 7 Uhr morgens bei 8 Grad und bedecktem Himmel. Ab Fexil geht die Temperatur noch weiter runter und zusätzlich zieht auch noch Nebel auf.
Bei zeitweise nur 3 Grad ist ein kurzer Aufwärmstopp unumgänglich. Zum Glück wird das Wetter aber wieder freundlicher und bei Osby naht auch schon der Tankstopp mit Frühstück. Dann geht's weiter auf der Fernstraße 23 Richtung Höhr und Autobahn. Bei Rohlsberger geht's auf die Autobahn E22 bis Lund. Wir erreichen dann den Fährhafen in Trelleborg so pünktlich, dass wir sogar noch auf die Einschiffung warten müssen. Leider alles bei strömendem Regen. Endlich hat das Warten ein Ende und das Verladen beginnt. Wir haben wohlverdient die guten Plätze in der Lounge ergattert und können es uns hier für die mehrstündige Überfahrt schön bequem machen. Der Fährhafen Rostock ist erreicht und die Startvorbereitungen laufen. Jetzt geht's für die letzten 100 Kilometer bis Schwerin hinaus zu einer Fahrt durch die Nacht.